Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier von der Demo Tribe Primitive Builders. Wir haben einiges geschafft beim letzten Mal und auch ich zumindest habe festgestellt für mich, dass das halt wirklich grandios ausschaut, dieses Spiel. Und bin schon mal gespannt, wie es weitergeht und wie lange vor allem die Demo geht. Okay, wir sollen heute ein Ritual Zutaten herstellen. Stelle Weihrauch her und stell einen Talisman her. Okay, kann ich das hier irgendwo machen oder muss ich wahrscheinlich zurück zu meinem, zu meiner Hütte, ne? Wahrscheinlich. Na gut, großer Häuptling, geh du mal auf die Seite, bitte. So. Und das haben wir ja hier hingestellt. Wasser müsste ich auch nochmal trinken. Gucken wir mal, also Weihrauch sollen wir herstellen. Können wir machen. Hammer. Und dann sollen wir noch ein Talisman herstellen. Stelle einen Talisman her. Talisman, hier. Dafür brauchen wir, okay, haben wir alles. Dreimal sollen wir den herstellen. Machen wir. So, ich muss mal gucken, ob ich... Ach naja, gut, ich kann ja überall am Wasser, am Fluss trinken. Das ist überhaupt kein Thema, nicht? Essen habe ich noch ein bisschen einstecken. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der Fluss war, aber ist egal. Wir kommen ja immer wieder irgendwie in dem Wasser vorbei oder sowas auf. Was ist das da? Ach so, da war ja Bambus wahrscheinlich hinzulegen. Also ist zumindest meine Vermutung. Geh zum Altar und führe das Ritual Essensrationen durch. Finde den Eingang zur Höhle. Ja, eben. Finde den Eingang zur Höhle. Die Wege sind auf jeden Fall nicht gerade nah. da hinten ist die irgendwie. Mal ein bisschen noch Gras einsammeln. Ne? Gras ist immer gut, wenn man hat. Einfach immer dem Weg folgen. Dann kommt man schon dahin, wo man hin muss. Wähle das Ritual. Drücke O. Führe das Ritual Essensrationen durch. Alles klar. Gleich wieder was einsammeln hier, ne? Na, ja, hups. La, 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 da. Sehr weitläufig auf jeden Fall, das Ganze. So. Grüezi, da bin ich wieder. Was sollten wir herstellen? Essensritual irgendwie, ne? Obsidian, warte mal, was war's? Das Ritual Essensrationen durchführen. Altar. Essensration. Achso, das ist gleich das nächste. Okay. Erforderliche Ressourcen, ein Weihrauch, dreimal Talisman. Wir machen dann freischaltende Gegenstände, Bambustotem und Wasserbehälter. Und Gebäude, die du freischalten kannst, Fischerhütte und Kochhütte. Gut. Dann hau mal rein. Wie? Ja, ja. Und jetzt? Warum machst du jetzt nicht? Ach so, ich muss das ja erst drauflegen. Alles klar. Feuerchen. Wasserbehälter freigeschaltet und die Hütten freigeschaltet. Na, wunderbar. Platziere eine Fischerhütte am Fluss. Benutze die Karte, um den Fluss zu finden. Optional. So, ich muss jetzt erst einmal wieder hier rausfinden. Ich glaube, da war's. So langsam werde ich auch... Ja, ich muss sowieso zum Fluss, weil ich werde langsam durstig. Laufe ich jetzt falsch? Irgendwie laufe ich doch falsch, ne? Das ist nichts. Okay.
Irgendwie bin ich jetzt schon wieder falsch gelaufen, wie schon zu öfters. Aber hier ist ein Weg. Zumindest schaut es irgendwie wie ein Weg aus. So, schauen wir mal drauf auf die Karte. Ich laufe totale Umwege, ne? Kommen wir da zurück. Einmal quer durch die Höhle. Sonst kommst du ja nächstes Jahr noch nicht an. Ich trigger die ganze Zeit schon dass ich immer schön einsammle. Ja gut, hier gibt es nichts zu sammeln, ne? So, du Höhle, in der ich mich dauernd verlauf. Zum Glück brauche ich keine Ausdauer, wenn ich renne. Ah, hier. Oder? Nochmal auf die Karte schauen. Ja, doch. Guter Weg, guter Weg. Und wir laufen ja, einfach hier geradeaus drüber. Mann, hier gibt es so tolle Stellen. Ne? Und ich baue das erste Häuschen unten rein in den Schattenbereich. Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie wilde Tiere oder sowas gibt. Hm. So, aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Chance, dass wir was trinken. Danke. So, was essen könnte ich eigentlich auch gleich, ne? Knurps, knurps. Schön, man hat hier mit Steinen so eine Kreuzung hergebaut. Das ist nice. Dann würde ich sagen, gehen wir allerdings mehr in die Richtung, weil hier ist es ja unsere Werkstatt. Vielleicht sollte ich auch dann nochmal schauen, dass ich irgendwo mal den Schwert zücke. Gehen wir mal den Weg weiter. Ah, hier ist zum Beispiel ein Steg, der runterführt. Oder ein Wegsteg, keine Ahnung. Vielleicht können wir hier die Fischerhütte herstellen. Yes, why not? Sammeln wir mal ein wenig das Unkraut hier ein. Schauen wir mal, wie groß das Ding überhaupt wird. Wie war denn das nochmal mit Bauen? B, Build, Rechtsklick, Linksklick. Ah, hier. Privat. Werkstatt, Schlafhütte. Dann haben wir hier Essen. Da haben wir es jetzt. Die Fischerhütte. Fischerhütte und die Kochhütte. Okay, ich muss auf jeden Fall das Holz drin haben. Ansonsten funktioniert das nicht. Schauen wir mal, wir haben ja alles da. Kann ich da irgendwas... Ach so, den Baum könnte ich jetzt zum Beispiel fällen. Oh, das tut mir richtig weh, wenn ich so einen Baum fäll. Alter, das sind so schöne Bäume. Uff. Okay. Was wollen wir machen, ne? Machen wir mal den hier, der ist ein bisschen dünner. Auf die 2 bitte. Ah ne, auf die 3. Ui. Nice gemacht, oder? Holzfäller. Autsch. Ich kann... Okay. Ich meine, bis jetzt waren immer das in den anderen Spielen, ne, dass man da so 2, 3 Baumstämme und denke ich mir, hey, Herkules, weißt du?
Aber hier steckst du halt einfach mal ganz kurzerhand einen ganzen Baum in deinen Rucksack und bist nicht überladen. Das ist schon cool. So, Bambus brauchen wir auch noch, ne? Wir brauchen noch 8 Bambus. Oh, das sind 16 Holz, die ich da gesammelt habe. Okay. Ja, bin so viel an Bambus vorbeigelaufen, ne? Da vorne. Schauen wir auch mal, ob wir hier jetzt einen Bambus hin platzieren können oder so. Aha. Okay. Zack. Ich bin immer noch Holzfäller. Also bessere Holzfäller. Nice gemacht. Also besser gesagt, mir taucht es so, ne? Das ist, finde ich, wunderbar. So, ich weiß aber nicht, was das da heißt. Ich denke mal, dass wir das noch rausfinden werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall ja, genug. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug. Warte mal, unsere Hütte ist da vorne irgendwo, ne? Mann, Mann. Da hätte ich echt die Werkstatt vielleicht sogar hier herstellen können oder so, ne? Das ist ein richtig schöner, großer Platz. Vielleicht baue ich die auch nochmal um. Kann ich mir gut vorstellen. So, und dieses Tor ist halt schön als Markierung, als Wegweise oder wie auch immer. So. Yes, gut. Achso, ich war zu nah dran gestanden. Entschuldigung. Baumeister. Ich finde es so cool, wie man das hier zusammenbaut. Gefällt mir echt gut. Oh, wir brauchen noch mehr Bambus. Na dann holen wir halt noch. Da sehe ich jetzt keinen Bambus, da drüben auch nicht. Moment, laufen wir mal dahin. Und obwohl die Map so weitläufig ist, muss ich sagen, mit der Karte kommt man doch ganz gut zurecht. Na, da hoch. Da steht nochmal Bambus. Na? Gleich den anderen auch noch. Zack. Den da auch noch. Zack. Wenn ich schon tragen kann ohne Ende, ne, dann nutze ich das natürlich. Bin mal gespannt. Es sind anscheinend schon alles fertige Hütten. Also man kann hier jetzt nichts selbst bauen. Aber das macht auch nichts. Die Hütten an sich, die gefallen mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ah, ich sollte wirklich das hierher bauen, ey, die Werkstatt. So, weiter geht's. Mal gespannt, wie viel wir noch brauchen. Ja, man kann auch halten. Cool. Also man kann auch die Maustaste halten. So, wir brauchen mehr Gras. War das jetzt dieses Gras?
Schauen wir mal. Ja. Das ist dieses gelbe Gras, was man hier überall sammelt. Also es lohnt sich schon, wenn man einfach ein bisschen immer sammelt beim Laufen. Und auch beim Sammeln kann ich einfach E halten. Ich muss nicht die ganze Zeit E triggern, merke ich gerade. Cool. So, dann machen wir mal die Hütte fertig. Ich bin auch schon sehr müde, ne? Yes. Cool. Okay, noch was da noch? Fehlt noch irgendwas? Nö, anscheinend ist das jetzt halt passt. So, und jetzt halt mache ich das tatsächlich mal. Ich brauchte auch noch mal Bambus. Aber wir werden auf jeden Fall die Werkstatt umbauen. Also da werde ich hier noch mal eine herpacken. Ups. Wieder mein nervöser Finger, ne? So, meine Hütte. Laufe ich jetzt richtig? Ja, ich laufe richtig. Ja, ist gut. Wir legen uns jetzt auch hin. So, einmal knatzen bitte. 9 Stunden. Machen wir. Hauptsache, wir sind ausgeruht. So, essen können wir gleich. Und trinken tun wir dann vorne unten im Fluss wieder. So, stell ein Bambus-Totem her. Jetzt wird mir wahrscheinlich das Zeug dafür fehlen, ne? Bambus natürlich. Und schließe alle Bauphasen ab. 5 und 6. Schließe. Ach so, die Fischerhütte. Okay. Warte mal, dann brauchen wir jetzt Bambus. Das heißt wieder nach oben. Servus, Kumpel. Ja, da haben wir. Da haben wir Bambus. Bambus. Und da wir sowieso mehr brauchen, weil ich ja, wie gesagt, die Werkstatt nochmal da oben hinbauen möchte, ich gleich ein bisschen mehr fällen. Da haben wir gleich wahrscheinlich wieder einen Holzfäller-Upgrade. Du musst den Bambus schon treffen, ne? Von alleine fällt der nicht um, nur weil du deine Axt schwingst. Den da noch und den da noch. Ja, passt schon. Oh, da liegt auch noch einer. Nein. Wie viel Bambus haben wir jetzt? 32. Ist doch gut. So, das Bambus-Totem. Einmal herstellen, bitte. So, der Wasserbehälter. Leerer Behälter zum Sammeln von Süßwasser füllt sich selbst auf, wenn du Wasser trinkst.
Okay, ich weiß nicht, ob ich den... Ach so, dann hätte ich den in der Tasche. Okay. Das ist nice. Gut. Totem Hammer, dann gehen wir mal wieder zum... zur Fischerhütte. Können wir da vielleicht... Ups. Ja, das passt schon. Das ist ein guter Weg. Aber wie gesagt, ich hätte trotzdem meine Hütte gerne hier. Aber ich denke mal, dass ich alles andere auch dann in dem Umkreis baue. Da haben wir noch das Totem und dann ist das Ding wahrscheinlich fertig. Jawohl, Quest aktualisiert die Produktion des Stammes. Rückmeldung an den Ältesten. Finde den Ältesten. Yo. Mach mal. Kleine Sekunde allerdings. So, schauen wir mal. Der Älteste. Da habe ich einen. Also, dass die Wege hier angelegt sind, finde ich nice. Aber wir müssen trotzdem dahin. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Hui. Okay. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das einfach so überstehe. Ich hätte jetzt gedacht, ich breche mir irgendeinen Haxen. Vielleicht kommt es aber auch noch, ne? Das kann auch sein. Servusler Ältester, bleib halt jetzt da. Sei gegrüßt, Verbannter. Was gibt es Neues? Die Fischerhütte ist fertig. Ja, hier. Das ist gut. Es wird Zeit, die Stammesangehörigen arbeiten zu lassen. Bringe Werkzeuge mit. Lege eine Fackel in das Totem neben der Tür der Hütte. Mehr Fackeln bedeuten mehr Arbeiter. Das Signal klingt ganz einfach, oder? Bereite auch Essen vor. Der Stamm muss essen. Hier, nimm etwas. Bring es zum Vorratslager des Stammes. Okay, alles klar. Ich bringe das Essen zum Versteck, dann bringe ich dem Fischer Werkzeug. Ich glaube, ich schaffe es. Na, du bist der Älteste, ne? Du kannst halt auch übers Feuer laufen. Obwohl du da hinten schon irgendwelche Brandwunden hast. Diese Streifen da. Ah, da muss ich runter. Warte mal, man kann ja, glaube ich, hier sogar runter, ne? Und das... Yep. Na gut, ich habe ja noch keine Essensration. Ach so, oder hat er mir die Essensrationen gegeben? Okay. Ich würde nur gerne eins davon selber essen noch. Ah, gut, da kann ich einfach zugreifen. Passt. So, dann bringe den Speer zur Fischerhütte. Okay, warte mal. Meinen Speer soll ich zur Fischerhütte bringen? Vergiss es. Da bauen wir doch erst einmal einen neuen. Grober Speer. Machen wir da gleich zwei? Ich weiß nicht, ob das... Machen wir mal. Und Fackeln muss ich ja auch irgendwie bauen, ne? Und ein grobes Messer. Ordne Stammesangehörige der Fische. Okay. Gehen wir halt nochmal zum Angler. Sorry für den kurzen Schnitt. Ich musste mal probieren, ob ich da ein Thumbnail aufnehmen kann, aber das ist leichter gesagt als gemacht, wenn diese fette Schrift da links oben drin ist. So, schauen wir mal, ob wir den Speer... Okay, 0 Fisch. Arbeiter, Basiszeit, erforderliches Werkzeug, Speer. Okay. Bambustotem, Bonus, ersetze das Totem. Produktion umstellen. Wenn ich zwei reinschmeiße, dann brauche ich auch zwei, oder? Okay. Basiszeit 30 Sekunden, Entfernungs...
Strafe 0,6, Totembonus 0, Gesamtzeit 30,6. Okay, verbreitete Nahrungsquelle muss gebacken werden, um essbar zu sein. Erforderliche Ressourcen steht hier nichts. Man kann die Produktion umstellen. Das passt schon. Produziert Fisch. Okay, und die haben ja zwei Speere da. Das ist doch cool. So, dann trinken wir mal ganz kurz a Water. Und dann müsste jetzt die Flasche gefüllt sein. Jawohl. Einwegbehälter mit Süßwasser. Benutze ihn, um deinen Durst zu stillen. Einwegbehälter, ich meine, das besteht aus Blättern, ne? Also insofern ist das ja alles ganz gut. Nice. Na dann, produziert mal. Ich habe meinen Fisch. Ich bin weg. Nee, wir schauen jetzt mal, ob ich meine Hütte hier herstellen kann. Warum nicht hier so beim Weg, ne? So, Privat. Die Werkstatt. Da könnte ich sie herstellen. Zack. Die Werkstatt und dann Schlafhütte. Hier so gleich im Anschluss. So. Ah, da brauche ich Holz. Ich möchte jetzt allerdings nicht die Bäume fällen, die jetzt direkt hier daneben sind. Jetzt sagen wir, laufen mal ein kleines Stück davor. Da stehen so vereinzelte. Ich denke mal, dass man die Palmen auch ganz gut fällen kann. Nimm mal die Axt. Na, hallo? Magst du nicht? Bevor wir jetzt den Ältesten suchen. Irgendwie schaut das alles so toll aus. Ich möchte am liebsten gar keine Bäume wegmachen. Aber wir brauchen Holz. So ist es eben. Ich denke aber auch, dass die Bäume dann easy nachwachsen. Hoffe ich. Hey, nicht ins Wasser fallen. Bist du jetzt halt einer meiner Fische? Fischertische? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass das schon reicht mit dem Holz. Aber guck noch mal, kann ich den da weghauen? Da war jetzt gerade eh. Achso, das waren die Büsche. Kann ich dich da wegklopfen? Nö. Kann ich nicht. Okay, und mein Speer habe ich auch nicht mehr, ne? Der gehört normalerweise hier auf die 1. Fehlt wahrscheinlich noch vieles. Da fehlt noch Bambus. Da fehlt noch ganz viel Bambus. Ich sehe Bambus. Ja, und die andere Werkstatt, die kann man ja wahrscheinlich stehen lassen. Es dürfte egal sein. Vermute ich jetzt mal, dass es egal sein dürfte. Viel Bambus, viel Gras. Holz vom auch noch mal brauchen.
Hast du noch einen liegen lassen? Liegt da noch einer? Nö. Her damit, immer her damit. Da ist auch noch einer, jawohl. Gut. Aber ich hätte zumindest jetzt die Hütte noch mit euch fertig bauen wollen. Aber die andere kann man stehen lassen, denke ich mal, aber könnte man auch zerlegen, ne? Bist recht müde schon, ne? Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir die noch, dann können wir uns gleich hinlegen. Yes. Finde den Ältesten. Ne, wir schlafen jetzt erst einmal. So, dann sind wir wieder ausgeruht. Müssten wir aber eigentlich noch was zum Essen kochen. Das heißt, wir müssten hier eigentlich auch eine Feuerstelle hinmachen. Aber ich denke, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Da uns fehlt ja zum Beispiel schon wieder Holz. Also, es gibt viel zu tun. Fangt schon mal an. Nee, das ist okay. Alles klar. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.